Na gut, dann schauen wir doch mal in dieses Rathaus oder was auch immer das ist da rein. Akademie der Verformung. Eine junge Frau öffnet die Tür. Wie kann ich euch helfen? Wir suchen eine Unterkunft, denn die Herbergen sind irgendwie alle überfüllt. Da seid ihr an der falschen Adresse. Fragt doch im Travier-Tempel, da waren wir schon. Am Westen des Marktplatzes. Habt ihr sonst was auf dem Herzen? Wir könnten was untersuchen lassen, aber nee. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Falls ihr mal was untersuchen lassen wollt, könnt ihr ruhig wieder vorbeikommen. Wir haben nicht wirklich viel zum Untersuchen. Aber ja, wir waren schon bei einem Tempel, aber war das der Tempel, den sie meinte? Sie meinte am Westende des Marktplatzes, dass hier. Oh, das ist ja noch so ein riesiges Gebäude. Das hier wird wohl der Marktplatz sein. Ist hier irgendwo noch ein Tempel, der uns dann auch reinlässt? Travier-Tempel in Lovang. Hallo? Schieß los, es gibt keine dummen Fragen. Das ist wohl bedingt wahr. Unterkunft. Kann man hier irgendwo Unterkunft für eine Nacht bekommen? Sicher werdet ihr leicht eine Unterkunft finden, denn die Bürger dieser Stadt stehen ob ihrer Gastfreundschaft in hohem Ansehen bei der Göttin. Das war nicht sehr aussagekräftig. Also sollen wir jetzt einfach an irgendwelche Türen klopfen? Ich denke nicht, dass das klappt. Von Engelbronn? Nein. Ingramosch? Nein. Den einen Bruder sehen wir ja auch nirgendwo in der Liste. Und es wäre auch komisch zu fragen, kennst du einen Bruder von dem und dem Abenteurer, den wir vor der Stadt getroffen haben? Also ja. Reisen? Die Wege, die ich kenne, nützen euch nichts. Denn die Orks werden euch nicht mehr aus der Stadt lassen. Ah, also mit Reisen könnten wir auch fragen, wie man aus der Stadt rauskommt. Na gut, apropos Orks. Mehr als einmal am Tage richte ich ein Gebet an meine Göttin, dass sie uns in dieser Situation beistehen möge. Salamanderstein? Nö. Das war eigentlich so das Wichtigste. Essen und Trinken vielleicht noch? Die Vorräte sind erschöpft. Na gut, dann schmeißt er uns raus. Wir können hier also doch nicht schlafen. Und er hat uns gesagt, wir sollen einfach so mal an den Häusern klopfen. Ich denke nicht, dass das. Gesindel, macht, dass ihr wegkommt, ihr Tagediebe. Das sieht nicht so aus, als wenn die uns helfen würden. Aber gut, wir versuchen es noch ein, zwei Mal. Zur glücklichen Maus. Was ist das denn? Ach, hier kann man Sachen einlagern. Welcher Held möchte Gegenstände deponieren? Nö, keine. Praktisch, praktisch. Wenn wir mal wollen, dass irgendwas nicht geklaut wird. Aber wie gesagt, wir haben zurzeit nichts. Das Rezeptbuch vielleicht. Aber nee, das sollten wir, wenn dann, nicht hier deponieren. Da kommen wir ja nicht wieder ran. Also, wenn wir denn irgendwann aus der Stadt rauskommen, dann müssten wir wieder in die Stadt rein, um es rauszuholen. Aber wir können ihn mal ein wenig ausfragen. Huldigen wir dem Edelerze. Unterkunft. Habt ihr schon den Travier-Tempel versucht? Ja, haben wir. Mehrfach. Kennst du einen Weg nach draußen? Nein. Weißt du was über die Egelbronnen? Nein. Über Ingramosch? Klingt wie ein Zwergname. Da hört ihr euch am besten im Eidal um. Das hatten wir schon mal aufgeschrieben. Etwas über Lovang an sich? Da hört ihr euch am besten in den Tavernen um. Was gar nicht mal so ein schlechter Tipp ist. Orks? Alle Kämpfer der Orks wurden für den großen Feldzug rekrutiert. Ihre Städte sind ohne Schütz zurückgeblieben. Ja? Woher weißt du das erstmal? Das glaube ich nicht so wirklich. Und selbst wenn, heißt das jetzt, es gibt eine Armee, die die Orks angreift? Komischer Kauz. Na gut, wir gehen wieder raus. Raus. Und schauen uns weiter um. Da ist noch ein Tempel. Ein Hesindetempel. Und wenn wir sie jetzt nach Unterkunft fragen, schickt sie bestimmt wieder uns zum Travier-Tempel. Unterkunft?
Nee, sie sagt was anderes. Derzeit sieht es schlecht aus mit Unterkünften. Wir wissen bald nicht, wohin mit allen Flüchtlingen aus dem Sveltal. Flüchtlinge. Die meisten kommen aus Tiefhusen. Die Orks haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Das stimmt so nicht, außer dass es erst kürzlich passiert. Aber das ist halt normal im Krieg, dass die Informationsflut doch recht abgeschnitten ist und jeder nimmt das Schlimmste an. Von Egelbronn? Nein, Ingramosch. Ingramosch aus Tjolmar kenne ich. Ich war früher schon öfter in der Stadt. Hat wohl ein paar Freunde hier. Mhm. Aber er hat ja eh die Stadt verlassen, also bringen uns wirklich weitere Informationen darüber nichts. Ein Weg nach draußen? Nein. Die Orks. Nach allem, was ich gehört habe, sind die Orks bei ihrem Feldzug bisher erstaunlich klug vorgegangen. Es will fast scheinen, dass sie aus dem Krieg so etwas Ähnliches wie eine Wissenschaft gemacht haben. Das darf aber keinesfalls mit den Gaben unserer Göttin verglichen werden. Na gut, das war auch für sie erstmal genug. So, also wir waren in dem Tempel, wir waren in dem Travier-Tempel im Westen. In den Tavernen waren wir noch nicht, weil wir noch nicht aufhaben. Dann probieren wir noch ein, zwei Zivilhäuser. Seht euch woanders um. Ja, das versuchen wir. Aber so wirklich, hier ist noch eine Herberge. Aber es gibt keine Betten im Haus. Aber wir können ihn mal so ansprechen, ob er vielleicht irgendwas hat, wo er die Flüchtlinge hinschickt. Seid gegrüßt. Unterkunft. Tut mir leid, aber es gibt keine Betten mehr im Haus. Ja, okay. Orks. Den Schwarzpelzen werden wir schon noch das Fell über die Ohren ziehen. Das ist die richtige Einstellung. Wenn wir noch ein paar mehr von T-Rex Äxten hätten, könnten wir uns auf die Beine stellen. Egelbronn. Von ihr haben wir noch fast gar nichts gehört. Also Ingramosch kennen ein paar Leute, aber die Egelbronn, komisch. Ein Weg nach draußen? Es heißt, dass es einen geheimen Ausgang aus der Stadt geben soll. Aber wer soll das denn schon glauben? Wir. Luwang? Die Markthalle war früher das blühende Zentrum der Stadt. Doch heute haust dort nur noch Gesindel. Okay. Wenn da Gesindel haust, können wir uns das vielleicht auch mit zugesellen und uns ausruhen? Aber was ist denn das genaue? Also hier bin ich von ausgegangen, wäre der Marktplatz. Weil das sind zwei große Gebäude und dazwischen ist ein großes Feld. Würde sich anbieten, aber wo haust hier das Gesindel? Ah, schon wieder eine blinde Frau. Die lassen wir mal von dann ziehen. Ah, vielleicht irre ich mich ja auch und es gibt noch weitere große Plätze mit so viel großen Häusern. Das heißt, wir schauen uns einfach weiter um. Währenddessen vergeht die Zeit auch und wir können dann nach und nach die Taverne abklappern, weil da werden wir bestimmt einiges zu hören bekommen. Wenn die ganze Stadt boykottiert wird, werden die Bewohner nicht viel zu tun haben. Und was macht man da nicht, wenn man dann, wenn man nichts anderes machen kann? Man geht einheben. Was ist das hier für ein Gebäude? Ah, Waffenhändler. Aber hier waren wir, glaube ich, schon mal. Nee, waren wir nicht. Waffenhändler Elif Jasmason. Kräuterhändler, Waffenhändlerin. Aber die Preise waren echt übel. Trotzdem brauchen wir zwei Bögen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz rein. Kaufen. Er hat schon mal Pfeile, das ist gut. Er hat Säbelschwert, aber leider kein Rapier. Lederrüstung hätte er für 40 Dukaten. Das ist übelst. Nee, so geht das nicht. Raus hier. Wir müssen sehr viel Geld verdienen. Und das nur mit dem Mageren, was wir gerade haben. Also im Kampf werden nur Gerugon und Tirik gut Schaden verursachen. Und die Magiebegabten, wenn sie halt Astralenergie einsetzen, was ich nicht unbedingt will. Aber gucken wir uns erstmal das Haus da an. Das ist so ein wenig abseits. Nö. Na gut.
lauter verwinkelte Gassen und noch eine Herberge. Der kleine Fürst. Keine freien Betten mehr. Unterkunft. Nein. Lovang. Wenn ihr euch für eine Reise ausstatten wollt, geht bloß nicht zum Ugo-Platz in der Altstadt. Das ist ein Halsabschneider. Ich glaube, bei dem waren wir gerade. Orks. Wenn die Orks denken, dass sie uns aushungern können, dann haben sie sich getäuscht. Reisen. Wenn ihr euch für eine Reise ausstatten wollt, dann geht bloß nicht zu Ugo-Platz. Okay, sie mag den wohl nicht. Was hilft uns auch nicht weiter. Jetzt bin ich aber trotzdem neugierig, ob das gerade der Ugo-Platz war. Nö, war nicht. Ah. Stopp. Lagerhaus, Ugo-Platz. Sie hatte gesagt, wenn wir etwas einkaufen wollen, dann sollten wir nicht zu dem Ugo-Platz am Marktplatz gehen, oder? Also ist das hier doch der Marktplatz. Ich suche immer noch nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Und dieser eine Spruch, dass das Gesinde jetzt da hausen soll, ist für mich eigentlich schon so ein Hinweis, dass wir da vielleicht schlafen können. Aber anscheinend wohl doch nicht. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlafplatz, wo wir in Ruhe schlafen können, wo wir nicht in der Nacht irgendwo von Patrouillen aufgemischt werden können. Und dann müssen wir eine Möglichkeit finden, mehr Geld zu verdienen. Erstmal wegen den ganzen Passagen hier, wo man Geld zahlen muss. Auch wenn es nur ein Silberstück ist. Raus. Und um die Ausrüstung zu kaufen. Außerdem müssen wir immer noch den einen Bruder von dem Abenteurer finden. Aber da stolpern wir hoffentlich in der Taverne drüber. Apropos Taverne. Ne, wir haben es erst 15 Uhr. So, langsam kriegen wir auch ein besseres Bild von der Karte. Können wir nochmal rauszoomen? Wow, das wird unübersichtlich. Also man kann nicht mehr richtig erkennen, was was ist. Aber das scheint schon mal ein Stadtteil zu sein. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch mehr zeichnen. Aber ich denke, es wird dann mehrere Stadtteile geben. Und daran kann man sich so ein wenig orientieren. So. Also immer schön am Rand lang, damit Tirek seine Karte zeichnen kann. Oh, hallo. Sieh mal einer an, wenn ich doch nur Zeit hätte. Das war was Neues. Sonst hatten wir immer nur diese komische, etwas korpulentere Frau und den Mann mit dem... Genau, ihn hier. Ups, verklickt. Aber ja, es gibt anscheinend doch noch mehr davon. Ein Schmied? Nein. Viel mehr davon. Aber haben wir wenigstens ein wenig Abwechslung, während wir nach und nach jeden Bewohner von Luwang nerven. Nicht eben Prem-Buttnasen. Besucht mich mal wieder. Spricht die mit Gwendle? Aber ja, die ist schon charismatisch. Da hoch, an der Stadtmauer lang, sehr schön. Da geht's wieder durch. Den Durchgang haben wir aber schon auf der Karte, richtig? Da kamen wir ganz am Anfang rein. Ja, jetzt müssen wir hier nach Westen. Darum. Ihr seht, wie einige Schritte vor euch ein junger Mann mit einem kleinen, prall gefüllten Beutel verliert. Oh. Also wenn Gerugon das alleine gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich den Beutel aufgehoben und den Mann gebracht. Bei Gwendolyn und Tirek wäre es eher andersrum gelaufen. Den Elfen wäre es ziemlich egal gewesen. Aber jetzt werden wohl alle Helden darüber einstimmen, dass wir das Geld brauchen. Und wir heben den Beutel auf und schauen erstmal hinein. Gerade als ihr den Beutel geöffnet habt, taucht hinter euch eine Patrouille der Stadtgarde auf und verhaftet euch mit den Worten: Der Besitz von Tonnes ist in Lovang verboten. Das Zuwiderhandeln wird einem Tag Haft und der Beschlagnahmung gefährlichen Drogen bestraft. Also er hier wollte wohl halt sein Zeug loswerden und wir haben es dann aufgehoben. Ein Tag in Haft. Das ist doch ärgerlich. Gefangenschaft im Kerker ist kein Zuckerschlecken. Endlich lässt man euch wieder frei. Wurde uns irgendwas gestohlen? Wir haben ja nicht viel, aber so ein magischer Gegenstand wäre schon ärgerlich. Oder das Rezeptbuch.
Aber nee, sieht gut aus. Was ist mit unserem Geld? Wir haben immer noch 35 Dukaten. Okay. Nie wieder irgendwelche Beutel aufheben. Oh, und hier ist wohl das Gefängnis. Gardeoffizier. Ah, neue Rekruten. Nun lauft nicht gleich wieder weg. War ja nur ein Witz. Ja, Waffen? Was ihr dabei habt, steht euch zu. Aber wenn ihr freiwillig noch den einen oder anderen Dolch entbehren könnt, hat keiner was dagegen. Okay. Unterkunft. Guter Witz. Oh, guter Witz. Klar haben wir Unterkünfte frei. Mehrere Suiten mit Blick aufs Feldche. Das ist wohl, Sie meinen wohl die Gefängniszellen. Orks. Wenn ihr euch freiwillig melden wollt, dann tragt euch dort in der Liste ein. Okay, also wir können auch nicht im Gefängnis kostenlos schlafen. Aber ich trage das Gefängnis mal ein. Hier ungefähr. Ah ne, Gardehaus an der Eidaler Brücke. Ah, denn ist Eidal also wirklich ein Stadtteil und nicht eine Stadt? Sehr gut, also hier irgendwo sollte was sein? Wo ist mein Zettel? Das ist der falsche Zettel. Henske unten am Fluss ist es nicht. Egelbronn ist in Eidal. Okay. Das heißt, wir sollten uns auch hier nach irgendeinem auffälligen Haus umgucken, wo die Egelbronn wohnen könnte. Wo wir schon mal hier sind. So, eine größere Karte bitte. Wir sind jetzt nicht so weit. Wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt mal nach Nordwesten und dann nach Nordosten. Aber erstmal speichern. Neu. Spiel wirklich sichern. Ja. LP 032. Und wir sehen uns gleich wieder.